Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Gun Home. Ja, was ist dieses Spiel? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, es ist ein bisschen Horror und wir müssen gucken, was hier passiert ist, was hier los ist, was hier Phase ist. Weißt du? Gut, Katie, tut mir leid, dass ich nicht da sein kann, wenn du kommst. Aber es ist leider nicht möglich. Bitte, bitte stell nicht das ganze Haus auf den Kopf, um herauszufinden, wo ich bin. Ich will nicht, dass es jemand weiß. Wir sehen uns irgendwann wieder. Mach dir keine Sorgen. Ich liebe dich, Sam. Gut. Sam, da ist... Ah, I don't want Mom and Dad to know. Alles klar. Sehr, sehr gut durchgestrichen. Verschlossen. Ja. Gut, Sam ist... Wer ist Sam? Ich hab keine Ahnung. Gut. Wir kommen gerade von... Keine Ahnung von wo. Wir sind Katie. Caitlin Greenbrier. Portland. Sind wir gerade in Portland? Ja, ne? Flug 270 am 6. Juni 1995. Okay. Wie kommen wir denn jetzt da rein? Oh, was ist das denn? Cola-Dose nehmen. Zurück. Was zur... ja, nee, ist klar. Natürlich. Ach, komm schon. Na gut. Können wir uns... Ah, okay. Weihnachtsschmuck, Weihnachtsente. Drücke L2 oder eins untersuchen. Oh! Teure Weihnachtsente. Nein, günstig. Entschuldigung. 5,99 ist ja nix. Aber da habe ich doch gerade etwas gesehen. Hausschlüssel in den Rucksack gepackt. Drücke L1, um den Inhalt deines Inventars anzusehen. Passport. Können wir nicht mit interagieren. Was haben wir denn da? 73 geboren in der USA. Weiblich. Macht Sinn. Gut, das ist alles erstmal unwichtig. Unser Boardingpass. Von Amsterdam nach Portland. Cincinnati. Gut, das ist meine Bordkarte für den Rückflug von meinem Jahr in Europa. Alles klar, ein Zweitschlüssel, der unter der Weihnachtsente versteckt. 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 Okay, Karte. Veranda, Foyer. Tagebücher. Okay, es gibt anscheinend Tagebücher. Naja, wollen wir einfach mal gucken. Aha. Alles klar. Taschentücher. Ja. Warum nicht? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau, um was es hier geht. Ich glaube, wir müssen... Ja, wir müssen auf jeden Fall irgendwas herausfinden. Ich weiß zwar nur... Nein, was bleibt an? Noch nicht genau was. Tür zu. Erstmal ein bisschen rumstöbern hier. Wegbeschreibung zur Arbeit vom neuen Haus. Links auf die Grabtree, rechts auf die Bullhorn, Abfahrt auf die 47N, rechts auf die 202E, Eingang rechts hinter der Wage Road. Fahrzeit 1 Stunde 10 Minuten, Alter. Mhm. Alles klar.
Langer, langer Weg zur Arbeit. Gut, da haben wir gerade noch was gesehen. Rechnung. Wellspring Umzüge GmbH Rechnung. Terence Greenbrier. 1888 Dry Creek Road. Forest Grove. Keine Ahnung, Orlando. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Zielort. Terence Greenbrier. First Arbor Hill. Boone County. Ich schätze mal wieder Orlando oder sowas. Liste der Transportposten. Kisten 8 für die Küche, 5 fürs Schlafzimmer, 6 fürs Kinderzimmer, 10 mit Übergewicht für die Bibliothek. Wahrscheinlich Bücher. Bücher sind... Ja doch, Bücher sind schon recht schwer. 4 fürs Büro, ein Fernseher mit 60 cm und ein Fernseher mit 35 cm. Weiter auf beigefügten Tabellenblättern. Dear Katie, so much has changed. Even just since you've been away. We moved into this house. I'm in a new school. And my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. It doesn't feel real. But I'm not gonna let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal. Just like I was talking to you. Okay. Anscheinend ist Sam unsere kleine Schwester. Takelma County Forstamt. Janice Greenbrier, Oberforstbeamtin. Alles klar. Gut, wir haben... Kann ich rennen? Nee, ne? Wir haben Terrence. Ah, guck mal. Ein Familienbild. Ein Familienporträt. Was haben wir denn da? Sam, Katie... Sam, unsere kleine Schwester, das sind wir. Das ist dann unsere Mutter, Janice und Terry, Terrence. Terry, ja. Oh, okay. Sam. Sam. Hallo. Sam. Zur Hölle. Sam, where are you? Really? I need to talk to you. Was zur Hölle? Was? Please be there. Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. Okay, das war jetzt unseres. Okay, Sam, dein alter Freund Daniel hat angerufen. Er möchte herkommen und sich das neue Haus ansehen. Ruf ihn zurück. Mom, Daniel ist ein totaler Spinner. Als wir klein waren, habe ich nur mit ihm abgehangen, weil er eine Nintendo hatte. Ja, okay. A total weirdo. Warte mal, wir machen mal wieder an. Alles zu, ich weiß es. Ah, ich kann... Weltweiter Flugplan. Gültig ab 1. Juni 1994. Huch. Katys Abflug 6.7.94, Flug 881, 12.10 Uhr nach Amsterdam. Jo, wir haben ja jetzt ein bisschen später, ein Jahr später um genau zu sein. Oh, was haben wir da denn? Magazin ansehen. Autorenmagazin, 50 Gewinnspiele mit Preisen im Wert von $21.000. Stephen King, Kritiken, die Kunst der Bewertung. Veröffentlicht werden, das Geheimnis. Die leere Seite, wie 20 Top-Autoren damit fertig werden. Boah, das ist laut, Alter. Verdammt, Reinigungspulver. Schachtel? Ah. Huch. Pflaster. Alles klar. Okay, ich werde mich in diesem Spiel noch zu Tode erschrecken, ey. Wasserhand zudrehen. Turn faucet off. Aha. Ich werde mich zu Tode erschrecken bei irgendwas. Ich weiß es jetzt schon. Gut, ich werde wahrscheinlich diese erste Folge einmal nutzen, um mich hier so ein bisschen umzusehen. Und jetzt, wo ich das gerade gesagt habe, ist mir eingefallen, dass hier hinten noch eine Tür war. Was ist das da hinten für ein Licht? Ah.
Nö. Vielen Dank auch. Ganz bestimmt nicht. Alter. Was war das? Warte mal, ich muss mal ganz kurz die Blickempfindlichkeit. Da haben wir es. So. Besser. So. Einen meiner Pokale nehmen. Was haben wir da? Regionaler Leichtathletik-Wettkampf. Endausscheid. Mädchen 100 Meter Staffel. Erster Platz. Jamie Blum. Carla Jones. Shauna Rossi. Caitlin Greenbrier. Das sind wir. Woo. Cool. Was ist? Was zur? Hecho in Mexiko. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Regionaler Leichtathletik-Wettkampf Endausscheid. Mädchen Weitsprung. Caitlin Greenbrier. Ich finde den Namen schwierig. Den Namen. Gott. Was? Ihr hört das doch auch, oder? Alter. Na. Ich vertraue diesem Spiel nicht, ey. Scheiße. Brief lesen. Liebe Jen, es ist so schön, wieder von dir zu hören. Diese ganze Sache mit dem neuen Haus klingt wie ein aufregendes Abenteuer. Erinnerst du dich noch an unser erstes Studienjahr, als wir uns gemeinsam dieses kleine Zimmer im Wohnheim teilten? Es war so mies dort und wir haben über unsere Traumhäuser fantasiert. Ich habe immer gesagt, ich hätte gern eine richtige Villa. Du wolltest einfach nur ein Haus im Wald. Jetzt schau, wer beides bekommen hat. Irgendjemand da oben mag dich. Von deinem Glück könnte ich auch was gebrauchen. Ey, diese Geräusche, ne? Schick mir ein paar Lottozahlen, ich werde sie spielen, im Ernst. Aber ich sollte mich nicht über unser schönes altes Häuschen beschweren, das wir haben. Seit Bob nach Winnipeg versetzt wurde. Winnipeg. Wir haben gerade erst neue Vinylverkleidungen machen lassen. Na, schon neidisch? Wenn du tauschen willst, sag einfach Bescheid. Also, wie geht's den Mädels? Ist Katie schon weg zu ihrem großen Abenteuer in Europa? Apropos neidisch, schreib bald zurück. Ich vermisse dich, Mitbewohnerin. Deine Caro oder Carol? Carol, ne? Ist kein Ausrufezeichen. Okay. Anscheinend hat unsere Mutti studiert. Was zur... Na... Oh, Alter, ey. Boah. Fuck. Okay. Hier haben wir alles, ne? Erst nach oben oder erst... Okay, wir sind jetzt im Foyer nach links abgebogen. Genau, das ist richtig. So. Notiz lesen. Willkommen, neuer Schüler. Wir hoffen, du bist genauso gespannt auf deinen ersten Schultag an der Goodfellow High School wie wir. Bitte bringe folgende... Oh my God. You are so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school, and there I am, introducing myself to the class, and I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, wishing pretty hard for a rewind button, because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Great. Ja, der erste Schultag nach einem Umzug ist immer schwierig. Ich weiß das. Ich bin schon einige Male umgezogen. So, ich habe gerade aufgehört zu lesen, weil ich habe irgendwie irgendwas gehört. Ah, es kann sein, dass das Flackern dann Fernseher ist oder so, ne? Ich habe eine Stimme gehört. So,
wo war ich denn? Bitte bring folgende Dinge zu deinem ersten Unterrichtstag mit, damit du auch gleich loslegen kannst. Eine stabile Mappe mit Innenlaschen, je eine für deine 6 Unterrichtsstunden. Ein liniertes Notizbuch pro Unterrichtsstunde oder ein einzelnes großes Notizbuch 6-mal unterteilt. Mindestens 6 Stifte mit blauer oder schwarzer Tinte und 6 Bleistifte. Eine Packung Buntstifte, ein normales Kombinationsschloss für deinen Spind, ein gehaltvolles Mittagessen oder $2,50 Entschuldigung, für ein Essen in der Schulcafeteria. Und natürlich, zu guter Letzt und als Wichtigstes, eine positive Einstellung. Hi. Vergiss bitte nicht, in der Nacht vorher genug zu schlafen und sei um 8 Uhr bereit für den Unterrichtsbeginn. Bis bald und noch einmal willkommen. Beth Valens, Direktorin. Ja. Yeah. Alles klar. Wie gesagt, erster Schultag, oft relativ bescheiden. Hi Mom, Dad und Sam. Ich bin in Paris. Ich habe viel Paris-mäßige Sachen gemacht. Zum Beispiel Le Petit Déjeuner essen und ein Brett tragen. Ich werde jede Menge Fotos haben, wenn ich wieder zurück bin. Sam, ich bringe dir was von Shakespeare und Company mit, weil du meine Lieblingsschwester bist. Hab euch alle lieb, Katie. Ja, sie ist unsere einzige Schwester, wenn ich nicht irgendwas falsch mitbekommen habe. Karten nehmen? Okay, einfach nur einen Nachruf lesen. DeSoto. Wer ist das? DeSoto. Keine Ahnung. Gut. Alter. Ey, ganz ehrlich, über Kopfhörer ist das... der Horror. Es soll, glaube ich, doch ein kleines Horror-Game sein, ne? Oder? Hier, schöner Stift. Oh, scheiße. Naja. Nachruf lesen. Oscar Mason, 60, aus Boone County, ist letzten Monat friedlich in seinem Haus verstorben. Mr. Mason wurde am 8. September 1933 in dem Haus geboren, in dem er auch den Rest seines Lebens verbringen sollte. Schon in jungen Jahren machte er seinen Abschluss in Pharmazie und kehrte nach dem Studium nach Boone County zurück. Schon bald wurde er eine vielgeliebte Person des öffentlichen Lebens. In den Jahrzehnten vor seinem Hinscheiden sah man ihn nur selten sein Haus verlassen. In der First Methodist Church wird an diesem Sonntag um 13 Uhr eine öffentliche Gedenkfeier stattfinden. Alle sind herzlich eingeladen. Er hinterlässt unter anderem seinen Neffen Terence Greenbrier. Ah, ist das unser Großonkel? Heißt das so? Ich glaube ja, ne? Sowie im Geiste die Menschen von Boone County, denen er so viel Freude und Wohlbehagen gegeben hat. Okay, oh, scheiße, ich will nicht mehr... Oh, was ist das? Achso, Henran? Ja, hier der gute Henran. Sehr stabile Gläser und Tassen in diesem Haus. Sehr stabile Gläser und Tassen. Der Mord an JFK, eine Theorie. Sie haben den Film gesehen, entdecken Sie die Wahrheit. Okay. Könnte das Gewitter vielleicht mal ein bisschen ruhiger sein? Ein bisschen, ein kleines bisschen nur. Ein kleines little bisschen. Aktenordner nehmen. Ach so. Na ja, gut, dann halt nicht. Was haben wir denn hier? Zurück zum Beginn. Wieder ins Dallas von 1963 zurückgeschickt. Frühe Raumfahrt. Utopie. Schnellerer Fortschritt. Zweiter Weltkrieg eher beenden. Zeitstrahl zu unterschiedlich. War JFK wirklich JFK? You can do better. Autokorso in Dallas nach Ausnahmezustand abgesagt. JFK vergiftet, entführt, verletzt. Präsident JFK. USA und UdSSR in Koalition. Chinesisch, Japanisch, Libanesisch. Paradox resultiert darin, dass JFKs Tod erwünschtes Ergebnis ist. JFK von HBO aufnehmen. Magic Bullet Theory. Lone Gunman, Akte X, mal Sam fragen. Was?
Zur Hölle? LHO in USSR abfangen? LHO getötet bei den Marines? Warum nicht Autokurse unterbrechen, wenige Minuten bevor LHO feuern kann? Grashügel plattgewalt? Nice. Moment. Alter. Leute, hört auf mit dem Scheiß. Ganz bestimmt nicht, Alter. Was hat denn der Ventilator für ein Bass? Alter. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass... Wollt ihr mich verarschen? Ernsthaft? Hört auf damit, ihr Hausgeister-Dinger. Boah, ne, ey. Ich krieg Gänsehaut. Scheiße. Alles klar. Ja, ich find's gerade echt ein bisschen... Da hab ich noch gar nicht reingeguckt, ne? Oder? Ach doch, da war ich schon. Was war das Fragezeichen? Ne. Was? So, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wenn ihr mehr sehen wollt und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einfach ein Abo da und schaut in der nächsten Folge wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.